Genau, dann nochmal hallo. Ja. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da mit Carter. Hallo. Charlie. Hi. Martin. Tag, hier draußen. Ach stimmt, Martin war ja vorher noch gar nicht da. Ist der eigentlich auf dem Server, Martin? Richtig. Bist du auf dem Server, Martin? Nee, der baut noch seinen Trecker. Martin baut noch seinen Trecker. Achso. und dann der Waldmeister ist da. Moin. Der kauft schon fleißig mal den Shop mehr. Ja, mal wieder. Und Trix ist auch noch da. Servus. Sehr schön. Ja, und Frevel ist schon weg. Und wer war noch weg? Ach ja, der Robert ist auch weg. Weil wir haben ja jetzt wieder gut eine Stunde überbrückt. So. Stimmt, wir haben das, genau, wir sind mit dem Server umgezogen. Vielen Dank auch nochmal an Linkai, der jetzt oh, hier... Oh ja, danke. Wir müssen ja dazu sagen, wir können ja mal offiziell mal sagen, wann wir jetzt eigentlich aufnehmen gerade. Also wir haben es jetzt, wenn ihr das Video seht, ist es natürlich wahrscheinlich nicht 23 Uhr. Es könnte aber sein, dass es 23 Uhr ist. Wir haben es mittlerweile 23 Uhr. Und der Linkai hat seinen wohlverdienten Feierabend. Naja, was heißt wohlverdient, ne? Jetzt hat er ihn wohlverdient. Jetzt hat er ihn wohlverdient. hat er geopfert, damit der Server hier wieder läuft. Oder jetzt läuft, zum Glück. Ja, wir gucken jetzt einmal. Also bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. So von der Performance her, finde ich. Ja, ich kann mich auch nicht beschweren. Oh, ich fahre ins Feld rein. Ups, Alter. Hatten wir das nicht vorhin schon? Ins Feld rein? Nee, vom Feld runter. Was? Vom Feld runter? Nee, vorhin bin ich den Abhang runtergefahren. Das sah auch sehr lustig aus. Ja. Oh ja. Was ich auch sehr cool finde, Carter hat hier nämlich den, ich setze mich einfach mal rein. Ha, ich bin jetzt mal so dreist. So einen ganz alten Trecker hast du hier, ne? Der ist, oh, wahrscheinlich, ja. Der ist wahrscheinlich noch einen Tick älter als du, oder? Nehm's an. Boah, das sieht aber cool aus, ey. Wenn's ein Nachkriegstrecker ist. Ich stehe auf so einen alten Zeich irgendwie. Ich stehe auf Oldtimer, auf altes lappriges Gelände. Das ist ja hier auch ein alter Hof. Ne, das sieht ist aber, ja hier auch ein alter Hof. Das stimmt. Dürfen wir nicht vergessen. Aber der sieht richtig cool aus, ey. Boah, wenn du den fahr schon mal. Leder. Ich fahr den mal, der wackelt voll cool. Das ist echt cool, das Ding. Der hat so ein schön schwammiges Fahrverhalten. Ja, der, boah, der, ne, da ist richtig, richtig Bewegung drin, ey. Und die Hupe ist ja geil, ey. Echt? Die habe ich nicht gehört. Muss man 0 drücken. Hat ja, jemand... ich sitze hier im Case. Rums. Das Ding ist echt geil. Hat nicht mehr Fenster, ne? Nee, wir brauchen schon Fenster, ne? Ach Quatsch, ein Bunker. Ja. Richtig. Kann der Bauer selbst wollte eigentlich vorhin einen Düngewagen. Richtig geil, ey. Düngewagen brauchen wir noch nicht. Oh, soll ich die Zeit einfach mal runterdrehen wieder? Fällt mir gerade auf. Ja. Carter hat er doch nach dem Dünger-Dingsal gefragt, ne? Ja, es war in, das war ein Irrtum. Ich dachte irgendwann, das Feld 18, was ja vor uns nicht gedüngt war, aber das hier ist ja gedüngt, die 19. Boah, 49 ja. km/h an der Spitze hat er. Krass. Das ist noch eine richtige Zugmaschine, ist das noch, ey. Den kannst du nochmal richtig Gas geben, also der hat ja nochmal richtig PS. Leicht getuned. Ja, geil, ey. Wie sieht er von außen aus? Hat er sogar einen Beifahrer? Kann da jemand mitfahren? Nee, ne? Nee. Schade. Programmierst aber irgendwann noch einen, oder? Hast du den selber gebaut? Nee, das war ein Mod, der mir nicht gefallen hat. Ich habe mir angepasst. Ah, cool. Machen wir mal so. Okay. Carter hat ihn brauchbar gemacht. Konntest kaum was hinten dranhängen und so weiter, da haut er nicht so richtig hin. Das war. Anfangszeiten von LS15 noch habe ich den gefunden, den Mod. Ah, okay. Ja, finde ich aber sehr schön, den Mod. Warte mal, ich glaube, ich muss mal Tricks abtanken. Deswegen darf ich noch leider nicht weiter verbreiten, sozusagen, weil, wie gesagt, der Urmodder eben ein anderer ist. Ah. Obwohl es dann nicht mehr viel damit zu tun hat. Schade eigentlich, aber jetzt haben wir ihn ja. Also wir verbreiten ihn natürlich nicht weiter, ne? Das. So, ich zeige jetzt mal Tricks ab hier. So, es ist auch in dem Sinne, ist das eine komplett andere Mod. Ja, aber die Basis, ne? Da geht es ja, um die Basis. Die Basis nicht. Ich habe mir schon gewagt, ich habe ihn bei Modhoster hochgeladen, habe auch einen Urmodder reingeschrieben, sozusagen, also soweit alles bekannt war. Der Mod ist schon viel älter, also diese T150K, die Basis, die gab es doch schon, was weiß ich, im LS11 schon. Ja, aber nee, Modhoster hat mir gesperrt, also hat es nicht erlaubt. Man kann sie aber auch anstellen, ey. Immer ja. Auf die Risiken eingeht, was soll's. Ja, ne, bevor da irgendjemand anfängt rumzuweinen. Eben.
Aber der Mod ist doch vom Russen oder vom Ukrainer oder so, ne? Wenn ich das richtig sehe hier auf der... Also, müsste russischer sein. Ja, aber hier sind die, hier ist eine ukrainische Flagge. Oh, Karte! Also eine ukrainische Flagge auf dem Mod drauf, deswegen frage ich. So, jetzt fahren wir mal rechts bei Kater ran hier. Links von Kater, so rum. Ja, wird fast voll. Ja. Hab einen Rüssel schon draußen. Sehr gut. Einmal abtanken bitte. Leer tanken. Hä? Ist doch zu schnell. Ach so. So, und dann haben wir ja noch eine Erweiterung. Wir haben ja jetzt Kühe. Die Kühe hatten wir jetzt auch noch nicht. Das hat man jetzt auch noch nicht erwähnt. Stimmt, das sieht man, das dann bei, sieht man bei dir im Channel dann, ne, Charlie? Ja, ich mähe gerade, beziehungsweise sammle mir gerade das Gras zusammen und werde mich dann den Kühen widmen. Hm. Sehr gute Maßnahme. Ja, dann packe ich den Channel von dir, packe ich dann unten in die Beschreibung mit rein. Wie immer. Da könnt ihr dann bei Charlie zugucken, wie er Kühe mäht. Oder so ähnlich. Also wir brauchen Kuhmilch, was würde ich essen. Auch gerne mal trinken, essen, je nachdem. Das ist Kuhmilch? Ich hab gehört... Ja, Kuhmet tust du trinken und Kuhmet tust du essen. Genau, Kuhquäler. Ja. Ich hab Eisikuh, hab ich gehört. Oh, Eis an der Kuh. Ba-ba-bam. Oh, was ist denn jetzt passiert? Oh, jetzt hab ich mich schräg gestellt hier. Könnt ihr mir mal die... Daten geben für die Multiplayer-Suche. Ja. Let's Multiplay. Alles aus. Alles aus. LETS einfach oben eingeben und aktualisieren, damit es kommt. Ah, hier. We sing in LETS. We sing in LETS. Wieso kann ich hier wieder nicht starten? Ah, hier ist wieder irgendwas nicht drin. Was denn? Was fehlt dir? Ah, du hast bestimmt das Modpack. Hast du das Modpack schon aktualisiert, Florian? Ich hab Mods neu, habe ich ihn geschickt. Ich habe gesagt, er soll sich einmal den No Collision Vehicle Camera ziehen und einmal den. Genau, den T150. Den T150. Ich jetzt gleich noch ein, aber ich sehe Animation Map Trigger Version 1.0.0, muss ich auch noch einfügen. Aber ich glaube, das war mit bei gewesen bei dem Mod-Paket, was ich runtergeladen habe. Dann hat er die Mod nur nicht geladen beim Starten des Spiels. Ja, oder ich habe es nicht mit eingefügt, weil ich habe jetzt alle Sachen, die doppelt waren, nicht ersetzt. Mache ich grundsätzlich so, weil ich Angst habe, dass das dann bei anderen Spielständen wieder nicht hinhaut. Und ich bin ein totaler Blödmann. Ich fahre hier meine Spur ab und kriege gar nicht mit, dass mein Wagen voll ist. Das geht mir auch so. Oh, Entschuldigung, Tricks. Was wollte ich jetzt sagen eigentlich? Weiß ich nicht. Irgendwas Sinnvolles? Eigentlich brauchst du da keine Angst haben, weil... Im Endeffekt stehen da wieder die gleichen Daten drin und wenn es eine höhere Version ist, dann ist das nicht schlimm, weil Flo, was machst du? Ich würde sagen, da hat jemand wieder einen Florian gebaut. Ich mag diese doppelachsigen Dinger nicht. Ja, rückwärts schieben ist eine Katastrophe. Ja. Oh und dann Gott. Noch mit Knicklenker. Kann das? Nein. Jetzt mal ernsthaft, kann das irgendeiner von euch? Warte. Nee. Knicklenker? So ein Tandem-Knicklenker rückwärts fahren? Madlex konnte das. Nee. Ah, und dennoch einen Anhänger hinten dran mit der Achse? Ja, ich kann das, ey, ums Verrecken nicht. Die aneinander zu koppeln, kann ich nicht. Also Madlex konnte das. Die meisten mit der anderen passen dann hin. Also rückwärts schieben mit einem Achsanhänger, das kriege ich schon relativ gut hin, aber das stell ich mir echt unmöglich vor. Schämel zu den Dingern. furchtbar. Ja. Oh. Ich fahre jeden Anhänger blind rückwärts, kein Ding, ne? Aber die Dinger, nee. Ja. Das ist die Hölle. Deswegen liebe ich die Hänger. Da bringe ich manchmal stundenlang damit, diese Hänger aneinander zu hängen. Das macht mir richtig Spaß. Ja, da buchst du die Hänger hintereinander. Dass man da Stunden für braucht. Lecker Polonaise. Auch mittlerweile sind es eigentlich auch nur ein paar Minuten, wenn du erstmal weißt wie. Üben. Ja. Also ich mach's mir einfach, ich stell die nebeneinander und schieb's in den Trecker ran. Am besten geht's bergab, weil da bleiben die Hänger gerade. Es sieht einfach schön aus, mit zwei Fortuna-Drehschemel hinter einem alten Trecker dran. Sieht einfach gut aus. Das stimmt. So, das ist eingefügt. So.
Wie viele Tricks sind schon drin? Warte mal, 15% ist ja noch nix. Boah, jetzt wäre ich bin jetzt so schnell. Ich tucke den hier jetzt am besten. Boah, eigentlich kann ich mal die Anhänger auch mal leer machen, ne? Ich mach den mal leer jetzt. Quatsch, der ist noch nicht mal voll. 86%. Ach, da passt noch was rein. Ja, ist auch wieder recht. Dann mal, wo wird hier das Gras angenommen an dem an der Futtermischung? Das ist Holland. Der ist doch. Der nimmt doch hier auch doch die Futtermaschine auch. Der, ich muss sie doch nicht was? Schwadern. Mitte. Schwadern? Gras und Stroh. Und Kartoffeln. Kartoffeln kann man auch schreddern. Der Futtermischer. Na, Silage muss noch jetzt. Du brauchst noch Silage für das Zeug. Ja, ja, nee, ich hab, der hat eben bloß den Trigger nicht angezeigt. Der zeigte mir ständig von wegen, ja, hier, ne, Gras wird hier nicht angenommen. Der mir, doch, wird es, weiß ich. Du widersprichst der Maschine. Du hast auch noch... Du hast auch noch die Förderbandmod, aber da werde ich mal schauen, müssen wir wahrscheinlich demnächst mal umsteigen. Ich habe nämlich eine andere Förderbandmod neulich gesehen. Werde ich mal austesten. Ja, für die Lager hier, ne? Ja. Habt ihr da unten schon Stroh? Sammelt einer Stroh? Also, wenn ihr da unten, wenn irgendeiner da unten Stroh sammeln sollte. Ja. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann hol ich mir das heute Nacht. Martin holt es. Martin macht gleich Stroh. Dann hier oben bitte einmal ja. die Futtermaschine, die Futtermischanlage mit Stroh auffüllen. Wo ist denn die Futter? Bei den Kühen. Bei 14, ne? Bei Feld 14? Ja, genau. Achso, genau. Okay. Oh, was ist das denn? Willkommen in irgendein Salztal? Lecker? Ja, ja, Two Rivers ist das, die Karte. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ja. Ich mach's gern andersrum. Ich mach da lieber Urlaub, wo andere arbeiten. Ja, kenn ich. Er macht das nicht. Ja, mein Vater macht auch immer Urlaub da, wo ich arbeite. Im Wohnzimmer zum Beispiel. jetzt hab ich mich wieder so komisch hingestellt hier. Shit, jetzt bin ich wieder durchs Feld durchgefahren. Oh. Ups, synchronisiert er auch noch. Kommt der da Martin? Ja, das sieht gut aus. Wir haben noch 20 Minuten, sehr schön. Bevor ich mich. Kühe, Schafe, Hühner, Forstwirtschaft und jede Menge Ackerland, das bewirtschaftet werden will. Ja, was ist mit Bäuerin? Die Bäuerin werden begattet. Ja, die werden nicht bewirtschaftet. Kannst du mit Kühen und Schafen mit Ja. Aber so eine Dorfmatratze ist ja nicht mit rein. Boah, das Spiel ruckelt gleich. Ja, ist die ersten paar Sekunden. Ja, in den ersten paar Sekunden. Okay. So, Kater, dann lade ich mal ab hier. Oh, Trix ist auch schon wieder fast voll, verdammt. Boah, das kriegt mich wieder so falsch. Warte dich ab. Shit, ich hab mich falsch. Ah. So, mal gucken, wer ist da vorne? Das ist Charlie. Dann sind da oben so drei Spezialisten. Noch einer, vier. Drei Spezialisten? Ja, wenn du was zu lachen haben willst, dann geh zu den drei Spezialisten. Einfach nur daneben stellen und gucken. Ich leg mich mal hier durch die Trecker. Das haben wir hier. Oh, hier schon wieder so ein Fortuna-Hänger. Da krieg ich schon wieder so einen Hals. Was hast du dagegen? Die sind einfach nur fett. Oh, hier der nächste am Maishäcksler. Ich lobe es, oh. Wenn ich jetzt hier noch einen dritten sehe, dann nicht wieder runter. dann spring am besten nicht in meinen rein. Zu spät, wir haben schon drei gekauft. Ja, stimmt. Wie konnte ich hier die Türen aufmachen mit diesem Map Animation Trigger? Mit O. Mit O. Ach, O war das. Oh, 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 warum sind wir froh? Oh, fast oh, alle gleichzeitig oh, O sagen. Na, 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 na. O ist O. Soll ich hier den Hackschnitzel weitermachen? Auf Feld 12? Nee, du kannst Stroh sammeln eigentlich. Was? Hackschnitzel? Ja, da wurde Hackschnitzel gemacht. Du meinst, nicht beim Forst. Es ist nicht Hackschnitzel, es ist Häckselblüten. Häckselblüten, ja. Ja, ja, mich ist auch Schnitzel. Oh, Florian, sonst... was hast du da für eine Möhre? Ich hab den D150K, das ist eigentlich Katers Traktor. Und ein Fortuna-Hänger, ich lobe dich. Wo sitzt du denn gerade drin, hä? Ach da. Ich wechsle gerade durch, Warte. Ich versuche irgendwo einen Trecker zu finden, wo ich Stroh machen kann. Ja dann... Was, wo du Strom hast? Stroh machen kann. Boah, geile Hupe. Mhm, die Hupe ist echt gut von den Jetzt passe ich hier wieder. Warte, was war das? Null.